Hi, willkommen bei Rub & Smoke. Ich bin Frank und heute zeige ich dir einen immer funktionierenden Weg, mit dem du schnell und einfach eigene Grillgewürze aus dem Hut zauberst oder dein Lieblings-Barbecue-Rub, anstatt es teuer zu kaufen, ganz einfach nachmachen kannst. Barbecue-Rubs, wie die Trockengewürzmischungen unter uns Grillern genannt werden, sind die beliebte Alternative zur klassischen flüssigen Marinade, die Fleisch, Fisch und Gemüse vor dem Grillen würzen und verfeinern soll. Aber wie findest du beim Selbermischen das richtige Verhältnis von Kräutern, Gewürzen, Salz und Zucker, um jederzeit ein perfektes Ergebnis zu erzielen? Die Methode, die ich dir heute zeige, ist das Geheimnis eines perfekten Rubs und ein einfacher Weg, wie du auch ohne Vorerfahrung und mit Gewürzen, die du sowieso zu Hause im Regal stehen hast, ein perfektes Rub mischen kannst. Wir beginnen mit einer einfachen Basismischung, werden die dann ein wenig modifizieren und am Schluss zeige ich dir am Beispiel der sehr beliebten Gewürz-Allzweckwaffe Magic Dust von Ankerkraut, wie du eine fertige Gewürzmischung nachmachen und dabei sogar an deinen Geschmack anpassen kannst. Das Grundprinzip ist einfach zu verstehen und funktioniert wie folgt. Alton Brown, Kochautor und in Amerika sehr bekannt aus diversen Kochshows, hat diese Gewürzformel entwickelt und populär gemacht. Ich nutze dieses geniale Prinzip schon seit Jahren und es war die Grundlage vieler meiner Lieblingsrubs, die ich regelmäßig verwende, um meinen Grillrezepten den passenden Gewürzkick zu geben. Die Methode von Alton Brown basiert darauf, dass das perfekte Rub immer ein Gleichgewicht aus salzigen, süßen und herzhaften Bestandteilen sein sollte. Wer beim Erstellen eines Rubs Fehler vermeiden will oder sich nicht sicher ist, ob bestimmte Mischmengen funktionieren, der kann sich einfach an die 8-3-1-1-Regel halten, die Folgendes besagt. Die 8 steht dabei für 8 Teile Süßes in der Würzmischung. Das kann weißer Zucker oder brauner Zucker oder zum Beispiel auch edelsüßer Paprika sein. Die Zahlen stehen für das Mischverhältnis, also die Proportionen, und sind keine Mengenangaben. Am besten ist bei neuen Würzmischungen zum Testen als Mengeneinheit immer erstmal Esslöffel zu verwenden. Wenn du die Gewürzmischung dann gut findest und du sie in größeren Mengen verwenden willst, kannst du einfach zum Beispiel zu Kaffeetassen als Mengeneinheit für deinen Rub übergehen. Die Süße ist bei Alton Browns Originalmethode geschmacklich ausgerichtet auf das typische American Barbecue, wo der Zucker bei den niedrigen Temperaturen im Smoker eine schöne karamellisierte Kruste erzeugt. Dem Durchschnitts- und auch meinem Gaumen ist das oft zu süß und ich habe deshalb diese 8 Portionen Zucker angepasst und verwende bei meinen Gewürzmischungen immer zwischen 4 und maximal 6 Teile Zucker, die dann noch mit edelsüßem Paprika ergänzt werden. Wenn ich die Gewürzmischung für ein Kurzbratstück wie zum Beispiel einem Steak verwenden will, nehme ich 4 Teile süßer Paprika und nur 4 Teile Zucker, damit mir dieser bei der notwendigen größeren Hitze im Grill nicht so schnell verbrennen kann. Machst du einen Rub für zum Beispiel Spare Ribs oder Pulled Pork, wobei sehr niedriger Temperatur gegart wird, ist meine Empfehlung für dich, 6 Teile Zucker und 2 Teile Paprika in deiner Würzmischung zu verwenden. Wichtig ist also, dass du insgesamt immer auf deine 8 Teile Süßes kommst. Die 3 bezieht sich auf 3 Teile Salziges. Das kann jede Art von Salz sein, das dir zur Verfügung steht, von ganz fein bis grob. An der Stelle noch ein Tipp zum richtigen Mahlgrad der Gewürze. Hier gibt es eine einfache Regel, die du dir merken kannst. Für kleinere Fleischstücke nimmst du feiner gemahlene Gewürze. Bei größeren Fleischstücken dürfen die Kräuter und Gewürze ruhig etwas gröber sein. Sie können dann für längere Zeit auch mal über Nacht ins Fleisch einwirken. Erste 1 steht für Gewürze jeglicher Art, die du deiner Mischung beifügen kannst. Und die zweite 1 für sämtliche Kräuter, die man seinem Rub beimischen kann.
Ich habe dir übrigens wieder eine PDF in der Videobeschreibung verlinkt, die du als roten Faden nehmen kannst und in der du unter anderem eine Aufstellung der beliebtesten Gewürze und Kräuter, die am häufigsten für Rubs verwendet werden, finden kannst. Natürlich kannst du diese Regeln nach deinem Geschmack noch weiter modifizieren und die Punkte nach Belieben noch weiter aufsplitten. Damit es verständlicher wird, zeige ich dir zwei Beispiele. Ich möchte einen nicht so süßen Standard-Rub herstellen und gebe deshalb für den süßen Teil 4 Portionen, also 4 Esslöffel Zucker und 4 Esslöffel edelsüßes Paprikapulver in ein Gefäß. Jetzt nehme ich für den salzigen Teil 3 Esslöffel feines Salz. Als Gewürz nehmen wir mal einen Esslöffel granulierten Knoblauch und für den Kräuterteil einen Esslöffel Oregano. Und schon hätten wir die Gewürzregel erfüllt und den ersten eigenen Rub entwickelt. Jetzt erweitern wir das Rub-Rezept. Jetzt nehmen wir für den süßen Teil 2 Esslöffel brauner Zucker, 2 Esslöffel weißer Zucker und 4 Esslöffel edelsüßes Paprika. Die drei Teile Salziges teile ich auf in 1 Esslöffel rauchiges Salz, 1 Esslöffel grobes Salz und 1 Esslöffel normales Salz. Den Gewürzteil splitten wir jetzt weiter auf. 3 Teelöffel entsprechen dann einem Esslöffel. Wir nehmen also 1 Teelöffel granulierten Knoblauch, 1 Teelöffel granulierte Zwiebel, 1 Teelöffel Rauchpaprika. Für den Kräuterteil nehmen wir wieder wie vorher einen Esslöffel Oregano. Schon haben wir wieder einen neuen Rub, jedoch mit viel mehr Bestandteilen und Raucharoma gemischt. Und jetzt zeige ich dir noch anhand des sehr beliebten Magic Dust Rubs von Ankerkraut, wie du dein Lieblingsgewürz einfach nachbauen kannst. Das ist die Originalzutatenliste des Magic Dust Rubs von Ankerkraut. Leider stehen bei den Fertigmischungen zwar die Zutaten aufgelistet, aber das Mengenverhältnis ist nicht angegeben. Dafür kommt jetzt wieder die 8-3-1-1 Methode ins Spiel. Für unsere 8 Teile süß nehme ich den Rohrzucker und den Paprika aus der Zutatenliste mit jeweils 4 Esslöffel. Vom Meersalz gebe ich 3 Esslöffel für den salzigen Teil dazu. Der Magic Dust Rub ist ja, wie man beim Original sehen kann, sehr rot. Deshalb gibst du für den einen Teil Gewürze jetzt 1 Teelöffel geräucherte Chilis und 2 Teelöffel geräucherte Paprika dazu, was wieder einen Esslöffel ergibt. In der Zutatenliste sind keine Kräuter, also ersetzt du den Kräuterteil mit den restlichen Gewürzen aus der Zutatenliste. Ich gebe noch 1 Teelöffel Senfmehl, 1 Teelöffel Kumin, 1 Teelöffel schwarzer Pfeffer und 1 Teelöffel Knoblauchpulver dazu. Ergibt insgesamt ein wenig mehr als 1 Esslöffel. Was aber nicht schlimm ist, da unsere Gewürzformel als roter Faden zu verstehen ist und nach Geschmack verändert und modifiziert werden kann. Und schon hast du dein eigenes selbstgemischtes Magic Dust Rub, das natürlich nicht dasselbe Mischverhältnis hat wie das Original von Ankerkraut. Aber probier das mal aus, vielleicht schmeckt es dir besser als das Original und du kannst jederzeit mit dem Mischverhältnis spielen und den magischen Rub an deinen Geschmack anpassen. Jetzt kennst du das Geheimnis eines perfekten Barbecue Rubs. Geh an deinen Gewürzschrank und mach dir dein eigenes Rub. Ich verspreche dir, mit dieser Methode wird dir auf Anhieb jede Gewürzmischung gelingen und du kannst deine Grillgäste damit wirklich beeindrucken. Wir sehen uns wieder am Grill. Ich freue mich schon drauf. Dein Frank von Rub & Smoke.